Ja, hu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Heute spielen wir das allseits beliebten DSA 5 Rollenspiel Gedönse Klingen der Nacht. Und mit dabei, wie immer, heute die Feder als IKU. Und Leopardin 202 als Ilva. Guten Abend. Der Rerion als Lothir. Jetzt kommt's knüppeldick. Ja, und last but not least, der Pölle als Goswin. Hallo. Jo. Ich erinnere meine Spieler nochmal, dass sie in das Roll20 rüber dürfen. Da sind nämlich noch nicht alle. Ja, herzlich willkommen. Wir befinden. Ja, wir befinden uns im Norden Aventuriens, spielen ein Abenteuer, was sich an grob in der Bernsteinbucht abspielt. Wie immer blende ich euch noch einmal kurz ein, wo wir denn spielen. Hier ist die Bernsteinbucht. Ihr könnt da auf der Karte noch das kleine Dörfchen Friesow erkennen an der Küste. Und das gibt es inzwischen nicht mehr. Unsere Helden haben miterlebt, wie das dem Erdboden gleich gemacht ist, wurde von Dunkelelfen, die aus dem Eis kamen und haben einen Flüchtlingstrack Richtung Glündhaven geführt, haben dabei unterwegs auf der Halbinsel Niku ein altes, verborgenes Rondra-Heiligtum gefunden und auf jeden Fall auch unterwegs allerlei Abenteuer erlebt. Ja, und Himmelslichter gefunden, schimmernde Artefakte, die ja, magische Kräfte in sich tragen, sind dann zurück aus Glündhaven Richtung Frigorn, weil sie Hinweise gefunden haben, dass dort der damals ansässige Magier dunkle ja, Rituale erfunden hat, um ein Monster im Blauen See zu erschaffen, dass die Dunkelelfen wahrscheinlich irgendwie befreien wollen. Das haben unsere Helden nicht geschafft, das zu verhindern. Aber mit einem, ja, selbstlosen Akt hat Lothir die Hilfe der Götter angefleht oder erbeten, sich dadurch geöffnet für so manch andere Wesenheit auf Dere und hat dann zwar dieses Monster aus dem Blauen See vertreiben können, aber hatte ein ganz anderes Problem. Er war nämlich von einem Dämon besessen, was mit einem ganz komplizierten Ritual, das Goswin Gott sei Dank bei einem Magier Leichnam gefunden hat, in ja fachmännischer Art und Weise durchgeführt wurde und anhand von alten elfischen Ruinen durchgeführt wurde, und dann haben sie Lothir retten können. Ja, haben dann auch dort eine abtrünnige Dunkelelfe gefunden, nämlich die gute Eisblüte, und ja, sind nun auf dem Weg, die letzten Verbündeten zusammenzusuchen, um sich dem Ansturm des Hauptheers der Dunkelelfen entgegenzustellen, die in das Landesinnere strömen wollen, höchstwahrscheinlich. Die erste Idee war, Ilvas Fjaninger Stamm noch als Verbündeten zu gewinnen. In der letzten Folge sind dann unsere Helden in die Berge gezogen und haben dort tatsächlich das Winterlager des Fjaninger Stamms gefunden. Und ja, eigentlich wurden sie dort nicht so sonderlich gern gesehen. Aber man hat sie trotzdem wegen dem Recht der Gastfreundlichkeit ja, empfangen. Und Ilva hat ihre Bitte vorgetragen. Und am nächsten Tag sollte ein Götterentscheid stattfinden. Ilva gegen den Häuptling des Stammes. Um die Tragik noch mal viel größer zu machen. Ilvas heimlicher Schwarm, der Häuptling. Ja, so sollte es sein, ein Götterentscheid, wer denn nun Recht hat, der Häuptling, indem er sich aus der Sache raushält, oder
Ilva, indem sie sagt, es ist doch eigentlich besser, sich mit allen anderen Verbündeten, die man schon gesammelt hat, gegen die Dunkelelfen zu stellen. Und kurz bevor der Morgen anbricht oder nach, wer weiß genau, wann es passiert ist, in der Nacht irgendwann zwischen den Tagen, ist etwas passiert, mit dem keiner gerechnet hat, nämlich der Häuptling ist einfach so gestorben. Angeblich vergiftet worden. Oder zumindest, ich weiß nicht, ob ihr das schon rausgekriegt habt, aber wenn dann nicht gleich. Und fünfstämmige Krieger haben das Gastzelt aufgesucht und unsere Helden zur Rede gestellt. Und da haben wir das letzte Mal die Szenerie verlassen. Ilva war, glaube ich, vor nach draußen und hat irgendwie gefragt, was los ist. Und hatte dann, glaube ich, die Vorwürfe der anstürmenden Krieger als erstes vernommen, die böse dreinblickend und euch Vorwürfe machend natürlich davon ausgehen, dass ihr den Häuptling umgebracht habt, um dem Duell aus dem Weg zu gehen. Was ja einfach mal totaler Quatsch ist, wie jeder weiß, der mich hier kennt, und mich kennen hier alle aus dem Dorf. Also bitte, als ob ich jemals einer Konfrontation aus dem Weg gegangen wäre. Ich bitte euch. Und dann so. Wie ist das überhaupt passiert? Als ob ich in der Nacht- und Nebelaktion überhaupt irgendwie... Der vorderste, der Krieger... schultert seine Axt, die er vorher etwas bedrohlich in deine Richtung gehalten hat, und meint, gerade du redest von Kampfvermeidung, die du geflohen bist. Ich bin nicht geflohen, weil ich den Kampf gescheut habe. Ich bin gegangen, weil ich das Leben, was mir hier aufgedrängt werden sollte, niemals führen wollte. Also warst du zu feige, das Leben zu nehmen, was der Häuptling für dich vorgesehen hat. Und nun hast du es ihm heimgezahlt, nicht wahr? Ist nicht jemals in unserer Kultur wichtig gewesen, dass man seinen eigenen freien Willen durchleben kann? Warum sollte das für mich nicht gelten? Warum soll ich Entscheidungen hinnehmen, hinter denen ich nicht stehen kann? Jeder tritt für sein eigenes Recht ein. Und jeder sorgt dafür, dass er zu seinem Recht kommt. Als Stamm sind wir stark, aber wenn ich die Entscheidung des Häuptlings nicht unterstützen kann, dann verlasse ich den Stamm. Und stellt sich damit nicht der Aufgabe, die dem Stamm gegeben ist. Dich immer für eine Feigling gehalten. Wir können das gerne einer der hinteren spuckt aus in den Schnee. Wir können das gerne mit der Axt klären, mein Lieber. Aber ein Feigling bin ich nun wirklich nicht. Das wird sich herausstellen. Das Gastrecht schützt dich noch, Ilva. Fragt sich nur, wie lange. Lasst uns vorbei, wir durchsuchen euer Zelt. Bitte, wir haben nichts zu verbergen. Während sich da die Gestalt auf Janin gestanden so schön... Das klingt irgendwie beunruhigend. Ja, die sehen noch alle nicht glücklich aus. Die Krieger drängen sich an Ilva vorbei ins Zelt und durchwühlen eure Rucksäcke, eure Lagerstätten. Ich halte Liska zurück am Nackenfell. Guck gerade, ob ich irgendwas Auffälliges dabei habe. Ja, was habt ihr irgendwas Auffälliges mit euch? Trägt ihr irgendwas bei euch? Soweit ich weiß, hatte ich keine Kräuter oder ähnliches dabei. Schau mal nochmal nach. Pfeifenkraut. Das habe ich dabei. Also, das war es aber auch schon. Also Pfeifenkraut. Nee. Ich hab nichts dabei. Gaswin?
irgendwas Auffälliges dabei? Nee, was wäre denn jetzt für Eisbarbaren auffällig? Also, ich meine, ich habe ein Tagebuch, einen Kohlestift dabei, ansonsten Kleidung. Wenn eine Zunderdose irgendwie auffällig ist. Achso, ja, doch, ich hab ein Säckchen Gullmund dabei. Oh! Gullmund, ja. Ja. Ja, sowohl das Pfeifenkraut als auch der Gullmund wird euch abgenommen, aber bei Eisblüte findet man darüber hinaus noch einiges in ihren, zum Beispiel die Chakragar-Dolche, die sie bei sich trägt, aus dem dunklen Metall und mehrere Giftfiolen. Einige davon leer, andere davon gefüllt. Aha! Hier ist der Beweis. Aha. Hier ist das Gift wahrscheinlich gewesen, das ihn umgebracht hat. Wahrscheinlich ist ein Beweis. Ich verstehe kein Wort, was er sagt. Sammelt das ein. Ihr verlasst. Sven, Ilva übersetzt simultan. Ihr verlasst das Zelt nicht. Stapfen raus und stellen Wachen vor den Eingang. Ich schaue Eisblüte an. Warst du's? Ich war was? Hast du den Neubling vergiftet? Nein. Gut. Ja, das wird sie nur vermutlich nicht so recht überzeugen. Wahrscheinlich nicht. Außerdem werden sie ihr nicht glauben. Aber mir hilft es. Mir hilft es zu wissen, dass wir uns nichts vorzuwerfen haben. Ja. Wenn ein Zweifel in mir ist, kann ich uns nicht so mit der gleichen Vehemenz verteidigen, wie ich das tun kann, jetzt wo ich weiß, dass wir tatsächlich Unschuldige sind alle. Du nimmst mein Wort als Tatsache hin? Mach's nicht kaputt. Schaut dich mit diesen tiefschwarzen Augen an, ohne Pupille. Du gehörst zu unserer Gruppe. Bisher habe ich keinen Grund, an deinem Wort zu zweifeln. Abgesehen davon... Wir sind diesen Weg zusammengegangen. Und manchmal muss man mit den Leuten aus seiner Gruppe einfach zusammenhalten, damit man weiter zusammen auf diesem Weg gehen kann. Wir sind die Himmelslichtjäger. Unser Stamm hält zusammen. Ist es nicht töricht, einfach Worten zu glauben, obwohl man es nicht überprüfen kann? Das nennt man Vertrauen. Ist es nicht töricht, an Götter zu glauben? So viele auf der Welt, jeder an einen anderen? Nein, es ist nicht, Götter existieren. Das sagst du von deinen Göttern. Andere behaupten, unsere existieren nicht. Ich habe Götter geschaut. Die Göttin selbst habe ich gesehen. Sie war aber keine Göttin, oder? War es nicht töricht, an sie zu glauben? So ist das mit dem Glauben. Man kann nur auf das vertrauen, was man hört. Ich habe nicht wirklich geglaubt. Ich habe gewusst. Und als ich die Schriften der Alten studierte, war ein Gefühl in mir, dass das, was ich weiß, nicht alles ist. Vielleicht nennt man das Glaube, ja. Naja, aber gut, dieses Gift, du hattest welches dabei, das ist jetzt, daran können wir nichts ändern. Und natürlich wird sie es so drehen, dass das dieses Gift ist, was benutzt worden ist. Kennt sich eigentlich irgendjemand bei dir, Ilva, im Stamm mit Giften aus? Ich meine, es gibt im Norden keine giftigen Tiere. Niemand so wirklich. Der Schamane war damals immer. Der ist halt ja tot. Ja, der hätte bestimmt was gewusst, aber der ist ja nicht mehr da. Wie praktisch. Und sonst? Die Kräuterfrau des Dorfes ist, ja.
Ragnar. Rangra. Rangra heißt sie. Praktisch. Wie praktisch. Aber das macht mir Sorgen. Allerdings macht es mir auch Sorgen, dass die vielleicht auf den Trichter kommen, die Dolche intensiv anzufassen. Was ist falsch daran? Sagen wir mal so, die Waffen und die Ausrüstung deines Volkes ist mit irgendwie verflucht. Für uns zumindest. Die wir nicht im Glauben an ringsichtlich nach Worten, wie es umschreiben soll, die nicht im Glauben an die Göttin oder deren Herrn aufgewachsen sind. Es ist quasi so, wenn man diese Gegenstände an sich nimmt, wird man gezwungen, an sie zu glauben. Praktisch. Nein. Ausgesprochen fatal. Ich meine, dies hier, er klopft auf seinen Mantel, ist von der Macht meiner Göttin durchdrungen, aber es ist ein himmelweiter Unterschied, ob man diesen Mantel anlegt oder... Warum bin ich dann nicht gezwungen, das zu tun, was meine Göttin mag? Was die... Meine Göttin stutzt sie selber. Was sie wollte. Ja, vermutlich sind alle Chakra gar dagegen immun. Sag mal, Eisblüte, kannst du empfinden? Also sowas wie Freundschaft, Vertrauen, Zuneigung, Vertrauen, Mitgefühl. Kennst du das? Liebe. Gibt es das bei euch? Ich bin mir nicht sicher, was diese Begrifflichkeiten alle bedeuten. Das sind die Emotionen, die einem genommen werden, wenn man eure Waffen trägt. Das ist das, was ihr nicht empfinden könnt, weil ihr diese Waffen tragt. Das heißt, ihr werdet davon abgeschnitten. Es ist nicht unbedingt so, dass man gezwungen wird, an euren Gott zu glauben. Es ist vielmehr so, als würde man von innen verhärten. Man ist nicht mehr in der Lage dazu, Wärme zu empfinden. Gefühlswärme, nicht Feuerwärme zum Beispiel, sondern ja, sowas wie Freundschaft, Zuneigung, das, was du nicht kennst, das, was du wahrscheinlich noch nie empfunden hast und das, was du wahrscheinlich erst empfinden wirst können, wenn du all diese Waffen ablegst. Aber ich glaube, ja, das, was ihr Zuneigung nennt, das empfinden wir auch. Ja. Wie würdest du Zuneigung beschreiben? Etwas für jemanden tun, weil er einem wichtig ist. Oder sie. Zum Beispiel mein Vater oder meine Mutter. Oder das, was ich für Lothir getan habe vor all den Jahren. Obwohl ich ihn nicht kannte. Ja. Das könnte man als Zuneigung beschreiben. Oder betrachtest du es als deine Pflicht, Kindern zu helfen? Deine Pflicht, deinem Vater etwas Gutes zu tun? Ist das ein Unterschied? Ja. Das ist ein großer Unterschied. Verstehe noch nicht ganz, warum Zuneigung nicht auch Pflicht sein kann. Das
Das ist eine Frage, die sehr komplex ist und die wir gerne an einem anderen Zeitpunkt weiter diskutieren können. Würde ich jetzt gerade aber aufgrund der Tatsache, dass wir des Mordes beschuldigt werden, nach hinten schieben. Wie läuft das ab in deinem Stamm, Ilva, wenn jemand gemordet hat? Auf was muss ich mich einstellen? Naja, im Prinzip wirst du zum Tod verurteilt, weil du dem Stamm geschadet hast, weil du Blut vergossen hast und ein Leben genommen hast. Aber die wird nie wieder zu trauen sein. Was? Was gibt's denn da jetzt eigentlich? Wie? Verstehe ich nicht. Also, keine Ahnung. Dote hat doch gerade rausgefunden, es gibt zwei Personen in diesem Dorf, die Gift bzw. Zugang zu Gift und deren Verwendung. Ja? Noch einen, weil der Schamane ja nicht mehr da ist. Ja, aber was war denn mit dieser... Mit dieser stimmt, ja, die schon. Oder mit der Frau des Häuptlings, der gerade an Gift gestorben ist. Die ist vorher schon ziemlich schlecht gegangen ist. Das ist richtig. Schau mal, irgendwelche Romane. Nein, ich habe noch keine alanfanischen Romane gelesen. Natürlich nicht. Was ist dein Roman? niemand hier kann lesen. Also aus dem Stamm. So, ja. Okay, gut. Es gibt ganz knapp nördlich von Brabak, also sehr weit im Süden, einen Stadtstaat, in dem sehr viel vergiftet wird. Geht nach dem Tor. Die Leute da nichts Besseres zu tun. Genau, die haben nichts Besseres zu tun, so ist das. Stimmt, klar. Und es werden dort auch Geschichten darüber geschrieben, wie diese Kultur natürlich auch mit Problemen umgeht. Und da wird ziemlich viel vergiftet. Naja, egal, ich brauch's gar nicht groß ausführen. Also, rein theoretisch, ja, dürfte es Gifte geben, die wirken auf Zeit. Die schwächen irgendwen immer weiter. Vielleicht ist das das, was dem Häuptling passiert ist. So wirken meine Gifte nicht. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass deine Gifte nicht so wirken. Naja, auf jeden Fall ist die Beweislage sehr ineffizient. Es gibt zwei Personen, die Zugang zu Gift haben. Vermutlich ist das so, aber ich glaube, es wird verdammt schwer, den Rat der Krieger davon zu überzeugen. Du hast die Krieger gesehen, die bei ihr im Zelt waren, als wir kamen? Hm. Diese Krieger sind praktisch das Gremium, das alle Entscheidungen fällt. Hm. Die letzte Entscheidung trifft der Häuptling, hm. Aber da wir keinen mehr haben, muss der Rat der Krieger diese Funktion übernehmen. Ja, zuerst ist Rangra als die Frau von... Somit haben wir ein Motiv. Ja. Wir haben also Gelegenheit, wir haben eine Tatwaffe, wir haben ein Motiv. Jeder, der schon mal... Ihr könnt nicht lesen, verdammt. Jeder, der schon mal Detektivromane gelesen hat, weiß... Detektiv was? Ein was? Ein wie? Lies doch mal, das eigentlich los war. Also, ich möchte jetzt mal betonen an dieser Stelle, mein lieber Herr Magister, ich habe durchaus sehr viel gelesen. Fabel, geografische, derografische Werke. Und das war's. Tu's mir doch mal gleich und lies mir Schundliteratur. Würde dir in diesem Moment viel besser helfen. Aber es gibt nicht so viele Bücher im Norden. Das ist aber auch nicht wichtig. Wir müssen das, wenn überhaupt, beweisen. Es kann doch auch kommen, wer lesen im Norden? Ich habe bestimmt ja. Noch ein zersplittertes Brevier der zwölf göttlichen Unterweisung. Das Problem ist, wir müssen das erst beweisen und wir können nichts beweisen, solange wir in diesem Feld festsitzen. Wie sollten wir es beweisen können? Also wie sollten wir unsere Unschuld beweisen? Das Dorf ist gegen uns, allein von der Stimmung her. Wir können vielleicht unsere Unschuld nicht beweisen, aber vielleicht schaffen wir es, sie zum Zweifeln zu bringen.
Also diese... Wie? Diese... Die Frau des Häuptlings. Jetzt die Witwe des Häuptlings. Die will dich tot sehen, richtig? Ja. Ist das bekannt, diese, ich sag mal, Fehde? Ja, und sie ist nicht die Einzige, die mich tot sehen will. Okay. Allerdings war sie die Erste, die mich tot sehen wollte, bevor ich den Stamm verlassen habe, was für die meisten anderen der Grund ist, warum sie mich tot sehen wollen. Aber damit ist sie nicht allein. Und nehmen wir an, wir könnten einige Zweifel säen. Das ist geil, dass es vielleicht so ein keine Mehrheit gibt bei einer Entscheidung. Beziehungsweise selbst bei einer möglichen Verurteilung hätte man nach eurem Brauch die Möglichkeit, ein Gottesurteil zu verlangen? Damit kommt man so ziemlich immer raus. Ja, ich kann immer einen Kampf fordern. Ein Gottesurteil vor Bruno vielleicht auch in dem Falle. Muss ja nicht unbedingt ein Kampf sein, ein Zweikampf auf Leben und Tod. Vielleicht eine Mutprobe oder eine besonders schwere Prüfung, Willensstärke oder so etwas. Das kann vielleicht funktionieren, ja. So, bevor wir weitermachen, ich habe hier ein paar Tonprobleme. Ich weiß nicht, inwiefern die werden garantiert auch nach draußen dringen. Wir machen mal kurz eine kleine Pause und versuchen das mal ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und sind dann gleich wieder da. Augenblick.
So, versuchen wir es nochmal. So, bis jetzt geht's eigentlich ganz gut. So, jetzt bin ich allerdings durch die ganze Chose hier ein bisschen raus. Ihr glaube ich auch, ne? Ja. Es ging um das Gift und den Prozess oder um das Tribunal oder was auch immer es da geben kann, sollen, muss. Genau, ja. Hatten wir ein bisschen beraten und ich kam dann mal wieder auf das Thema Gottesurteil. Halt die Klappe! Du mal mit deinen Gottesurteilen, ey! Ja, die Frage ist, wie können wir denn Misstrauen unter den Kriegern säen? Wie können wir sie davon überzeugen, dass wir es nicht gewesen sind? Wir können die Argumente vortragen, die ihr gesagt habt, aber ich glaube kaum, dass das so riesen Erfolg hat, wenn einer erzählt in irgendwelchen komischen Geschichten aus einer Stadt, von der hier noch nie irgendwer was gehört hat, da vergiften sich Leute gerne gegenseitig und da läuft das so. Entschuldigung, ist das jetzt mein Problem, dass ihr keine Ahnung von der Welt habt? Also außerdem spiele ich nur ungern. Nun ja, die Böse, aber alles das, was ihr der Frau vorwerft, könnte man mir auch vorwerfen. Genau das. Aber wenn wir zwei gleichermaßen wirkliche Giftmörder haben, dann stehen sie trotzdem wahrscheinlich auf ihrer Seite und werden behaupten, wir wären es gewesen, weil wir sowieso die Fremden und die Bösen sind. Am Ende werde ich wohl kämpfen müssen. Aber ich hätte sowieso morgen früh kämpfen müssen. Willst du selbst kämpfen? Und ich bin angeklagt, nicht. Und ich stehe hier... Noch ist keiner speziell angeklagt. Wir alle sind angeklagt und ich bin diejenige, die den Kopf dafür hinhalten muss, denn ich habe euch in mein altes Dorf geführt. Was wir vorher einstimmig entschieden haben und... Na? Das interessiert aber die doch nicht. Ich bin diejenige, die euch hierher geführt hat. Ich bin diejenige, die die Gefahr in den Stamm gebracht hat. Ich bin sowieso die, die bei diesem Stamm... bei vielen von denen unten durch ist. Das passt genau ins Muster. Vielleicht sollten wir erstmal Beweise suchen, wenn man einfach sagt, dass sie es auch sein könnte, ist es vielleicht nicht so. Das heißt, treffend, als wenn man etwas vorzuweisen hat. Das ist richtig, aber sie werden uns wohl kaum die Möglichkeit geben, ihr Zelt zu durchsuchen. Wir bräuchten jemanden, der über alle Zweifel erhaben ist, diesen Giftmord begangen zu haben, der die Erlaubnis bekommt, dieses Zelt zu verlassen und die Erlaubnis bekommt, vielleicht die Leiche zu untersuchen, vielleicht das Essen zu untersuchen, was der Mann zu sich genommen hat, die Getränke, die Zimmer der in Frage kommenden Personen. Und wir haben niemanden, der einen solchen Einfluss hat, der eine solche Macht hat, der eine solche Stellung hat. Ich kann sicher ungesehen aus diesem Zelt verschwinden. Naja, das glaube ich durchaus, sogar mit ziemlicher Leichtigkeit, aber wenn, oder... Du auch, Goswin? Auch in gewisser Weise schon, ja. Nee, ich kann sehr, sehr genau, wahrscheinlich auf exakt dieselbe Weise aus dem Zelt verschwinden. Ich dachte, du könntest dich auch in ein Vögelchen verwandeln. Also, könnte ich auch. Aber ich glaube, wenn man jetzt zu ihr gehen würde und feststellen würde, aha... Da ist das Gift, würde sie sagen, klar, ihr habt hier jemanden geschickt, um es mir unterzujubeln. Und wenn du es aus ihrem Zelt entfernst und du sagst, guck mal, das haben wir bei ihr gefunden, dann sagen die, ja klar, das hast du die ganze Zeit in der Tasche gehabt, als ob. Tja, einmal bräuchte man einen Preisgewalt. Ich glaube nicht, dass sie ihm zuhören würden. Du als Abgesandter eines ihrer Götter nicht dazu im Recht, die Dinge zu untersuchen.
Vielleicht, vielleicht, aber ich kenne mich nicht im Geringsten mit Giften oder dergleichen aus. Ich weiß nicht, wonach ich suchen soll, was es für Wirkungen hat. Ich kann sowas Dafür nicht kann erkennen. Goswin ja mitgehen. Oder ich. Kennst du dich mit Giften aus, Goswin? Ein ganz kleines bisschen. Ich sag doch, ich habe viel gelesen. Ich Wenn würde sagen, er, ich kenne die wenn er, gängigsten Gifte. Ich wenn weiß er, nicht, ob ich sie alle erkennen kann. wenn er unerkannt mit dir mitläuft. Oder ist das unehrenhaft, Ilva? Muss man kämpfen, um Entschuldigung. seine Unschuld zu beweisen? Ihr könnt es versuchen. Ich meine, der Kampf läuft uns nicht weg, aber das ist immer das allersicherste Mittel. Wenn jemand im Kampf gewinnt, dann wird er wohl recht gehabt haben. Naja, wir können es noch schlimmer machen, ne? Wenn wir erwischt werden. Ja, geht's denn Irgendwann noch reicht der schlimmer? Kampf nicht mehr. Dann lass Lothir als Vertreter des Gottes kämpfen, um sein Recht zur Untersuchung zu bekommen. Ich weiß nicht, ob du es so mitbekommen hast, aber Lothirs Göttin hat es nicht so mit Kämpfen, Töten, Grausamkeit. Das Auf ist der anderen schade. Und er ist eher der Jäger, weniger der Jäger sind gute Kämpfer. Kämpfer. Auf der anderen Seite ist es, also ich bin nicht feige oder so, aber ich kann relativ gut einschätzen, dass jeder oder dass zumindest jeder halbwegs erwachsene Fjaniger mir körperlich überlegen ist. Körperliche Überlegenheit sagt nichts aus. Es kommt darauf an, gegen wen ich antreten sollte für dieses Recht. Ich glaube, ich bin euch allen körperlich unterlegen und würde euch alle mit Leichtigkeit besiegen können. Ist richtig. Du hast eine wirklich charmante Ader an dir. Ist ehrlich. Herrlich. Jetzt weiß ich, von wem ich das habe. Das macht sich doch gut. Von wem wurdest du denn erzogen? Naja, ist so richtig, aber ein bisschen von deiner Chakra. Ich kann es auf jeden Fall versuchen, um das Recht, naja, eigentlich zu bitten, das Recht einzufordern. Geh raus, überwältige einen der Wächter und sage: Mein Recht fordere ich ein. Ich bin der Starke. So läuft das doch bei euch, oder nicht? Ja, aber ich glaube, er muss vielleicht gar nicht die Wache überwältigen. Ich glaube, er muss einfach nur bestimmend auftreten und sagen: Ich bin Lothir. Der Große. Ihr könnt mir gar nichts. Ich bin der Vertreter einer Göttin. Ich bin Schamane und ihr dürft mir das Lothir, nicht verweigern. Lothir, du bringst den Zorn deiner Göttin über den Stamm, wenn sie dich nicht lassen. Naja, das an sich ist. Gib Klingt euch ruhig ein auch. bisschen an, sag, du hast schon mal die wilde Jagd gerufen. Der haben hier im Jordan alle Angst. Knirscht so ein bisschen mit den Zähnen. Ja, gut, das habe ich wohl getan. Und ich kann es Also. jederzeit wieder tun. Dann zeigst du auf den Ausgang des Zeltes. Bitte. Du kriegst. Hast du einen besseren Vorschlag, Lothir? Gib mir noch 2 Herzschläge, vielleicht fällt mir einer ein. Nein. Erster Teil geschafft. Wie kriegen wir jetzt Goswin unbemerkt mit dir mit? Jetzt schon?
Ich würde noch einen kleinen Moment warten, aber du könntest vielleicht quasi hinter mir an die Zellplane treten. Wenn ich mit ihnen rede, erfahren wir, ob ich dafür irgendwas erfüllen muss nach ihren Bräuchen. Ich will ja nicht wie beim letzten Mal jemanden fast das Weltbild kaputt machen. Kannst du denn genug Fjarningisch, um dich überhaupt verständlich zu machen? Gute Idee, dann darf Ilva auch mitgehen, als Übersetzer. Sehr gut, Ikayu. Und es funkelt so ein Schein in diesen dunklen Augen. Ja, manchmal habe ich gute Ideen. Ja, ihr versteht euch. Manchmal. Also Lothi, rein theoretisch könnt ihr auch mitkommen ohne Geheimniskrämerei, oder? Also sind Schamane nicht immer irgendwie sowohl Magier als auch göttlich? Vielleicht kann man denen ja beibringen, dass wir das so zusammentun, weil ich bin der Magische, du bist der Göttliche und so weiter. Naja, eigentlich bist du ja auch Schamane, weil du hast schon einen bösen Geist ausgetrieben. Also wenn wir jetzt schon mal beim Tatsachenverdrehen sind, was ich übrigens sehr gut kann. Was ist daran denn eine verdrehte Tatsache? Ja, du bist kein Schamane. Ach ja. Aber du bist ein Schamane, ich habe sogar eine Urkunde, auf der steht, dass ich zaubern kann. Ich kann es nicht einfach nur. Ilva, hat dein Stamm nicht Angst vor Magie? Ja, da haben wir leider nicht so ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Jedenfalls wird das immer erzählt und deswegen soll man sich möglichst davon fernhalten. Also vielleicht nicht so viel. Umso besser, um stark aufzutreten. Warte mal, gib mir einen Moment. Umso größer die Garantie, aufs Maul zu kriegen. Aber ja, versuch's ruhig so. Obwohl, ängstliche Krieger kämpfen nicht so stark wie Krieger normalerweise kämpfen. Das heißt, die Chancen sind dann wieder gleich. Also schön. Ilva, was für Sprachen sprechen die denn noch bei dir im Stamm? Außer Fjarningisch und vielleicht der ein oder andere ein bisschen Gariti. Sprecht ihr häufiger mal die Sprache der Norbaden oder der Nivesen? Vielleicht ein bisschen häufiger als Gariti. Normalerweise dauern die friedlichen Zusammentreffen zwischen Fjarningern und Nivesen nie so lange, dass es zu sprachlichem Austausch gekommen wäre. Ja. Weil diese friedlichen Zusammentreffen de facto meistens nicht existent sind. Meistens sieht es so aus, die Fjarninger gehen hin, nehmen sich, was sie brauchen und gehen wieder. Genau, und danach ist sehr viel Blut im Schnee. So. Das ist auch viel einfacher. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt immer mit eurem. Ach. Das müssen wir jetzt nicht auch noch erörtern. Das machen wir später vielleicht. Na schön. Lothir streckt sich, steht auf. Reckt sich, lässt aber knacken. Was nicht so angenehm klingt. Und nimmt sich dann, haben wir unsere Ausrüstung hier drin? Ja, die haben euch jetzt halt, nur die, halt den Pfeifentabak haben sie euch weggenommen und den Guldenmund-Tee und halt die Gifte. Okay. Dann schnappe ich mir meinen Speer, also den ich bei der rituellen Hochzeit verwendet habe. Mhm. Na gut, dann versuchen wir es jetzt mal. Er legt sich den Mantel komplett um, macht den auch zu. Den Ifran-Mantel. Dann trete ich an die Zellplane. Und schwing die selbstbewusst auf. Ja, die beiden Krieger, die vor dem Zelt stehen, drehen sich zu dir um. Hört! Ich bin Lothir von Frigorn, Sprecher von Ifnir. Ich bin gekommen,
Und ich spreche jetzt zu euch, um unsere Unschuld zu beweisen. Ihr werdet mir und allen, die ich benenne, Zugang gewähren zu dem Leichnam und zu allen Spuren, die ihr bislang gesammelt habt, die unsere Schuld belegen sollen. Warum sollten wir das tun? Kommt so ein ganz gebrochenes Gareti hinterher. Der Winter erklärt sich nicht. Der Winter fordert. Mach mal eine Probe auf. Ja, was kann man denn da mal würfeln? Überzeugen, ja. Moment, ich guck gerade mal, was das du so ganz gut kannst. Bekehren, überzeugen. Überreden wäre, glaube ich, ganz gut in dem Fall. Warum soll ich denn immer sagen? Oder einschüchtern. Machen? Einschüchtern passt dann am besten, glaube ich, in dem Fall. Ja, wo, also ich nicht mal aktiviert habe. Ja. Aber ich gebe dir eine Erleichterung von 1, weil du ein Geweihter bist. Ja, gut. Dann habe ich es genau geschafft. Mit einer Qualitätsstufe. Yep. Ja, man merkt, dass die beiden Krieger sich jetzt gerade nicht sicher sind, was sie tun sollen. Sich sie gegenseitig angucken, dann wieder zu dir gucken. Der Winter fordert. Und du sprichst in seinem Namen? Das tue ich, denn ich rief bereits einmal die wilde Jagd. Das macht der eine von den beiden zumindest so einen Schritt nach hinten. Fordert nicht meinen Zorn heraus, als dass ich die wilde Jagd über euch bringe, dass sie Selbstgerechtigkeit sucht. In die wilde Jagd kommt, sterben alle. Nicht nur die Schuldigen. Dann lasst mich meinen Weg gehen und den meiner Gefährten, auf dass wir unsere Unschuld beweisen können. Ich werde nicht zögern. Der eine packt seine Axt so ein bisschen kräftiger. Möchtest du noch irgendwas machen, um das dem nochmal Ausdruck zu verleihen? Ich stand ja hinter Lothir. Ja. Und ich trete so neben ihn und schaue die beiden Krieger sehr scharf an und habe eisblaue Augen. Und denen dürfte klar sein, dass das vorher nicht so aussieht. Ja, wir haben dich ja vorher schon mal gesehen, ja. Ja, der andere, der eben schon so einen Schritt zurückgegangen ist, geht noch einen Schritt weiter zurück. Also den habt ihr. Der andere ist, er schwankt noch. Auch jetzt, wo er Goswin sieht. Das ist der Winter mit dir. Der Winter war stets mein Begleiter in allen Lebenslang. Ich wurde geboren im Winter. Ich bin die Kälte, wenn es sein muss. Dann wird dir die Kälte nichts tun. Nein, wird sie nicht. Ha! Beweis es. Ja, Lothir legt den Mantel der Ifrin ab und zieht sich aus.
Kaio dreht sich um. Bis auf den Lendenschurz. So, weißt du, war nicht einfach vor. Sind so mittlerweile tatsächlich ja ziemliche Namen dazugekommen, die vorher nicht da waren. Ja, das macht die ganze Situation jetzt natürlich irgendwie, wenn du auch in den Schnee dann rausgehst, in die Kälte, ist es sehr kalt draußen, was Lothar jetzt nicht sonderlich viel ausmacht. Merkt die Kälte zwar schon, aber er ist das gewohnt. Und das beeindruckt den Krieger schon. Vor allen Dingen, dass du jetzt quasi ja auch also du bist ja quasi schutzlos, ne? Mhm. Dann wird sich Lothar hier direkt in den Schnee setzen. Du und eine andere Person. Der Auserwählte mit den blauen Augen. Ich trete auch vor. Gut. Ohne Waffen. Den Speer behalte ich. Ohne Waffen. Mach noch mal eine Überredenprobe. Wenn du den Speer mitnehmen möchtest. Sieht gut aus. Ja. Mit was für einem Argument würdest du ihn mitnehmen? Der Speer ist das Zeichen der Gnade Firuns, der mir gegeben wurde. Er ist heilig. Wie die Keule eines Schamanen. Dann begleiten wir euch, damit du mit dem Speer keinen Unsinn anstellst. Gut, aber ihr werdet euch nicht einmischen in unsere Untersuchung. Er pfeift einmal so durch die Hände und es kommen noch eine Kriegerin und ein Krieger mehr. Und er begleitet dich und Goswin, während die anderen beiden halt dann Stellung wieder vor dem Zelt beziehen. Dann ziehe ich mich mal wieder an. Aber auch ohne Hass, damit er das halt nicht so... Oh Gott, ist das geil. So. Ja. La, 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 la. Für Goswin ist es eher so, oh, wie kann er das schaffen? Versucht das einfach zu ignorieren, dass er sich gerade ausgezogen hat mitten im Winter. Ja, ihr verlasst das Zelt und Ilva und Ikayo bleiben alleine zurück. Wollt ihr noch irgendwie was besprechen im Zelt? Eisblüte? Also Eisblüte ist auch da, klar, ja. Oh Gott sei Dank! Die Eltern nehmen, nein, bleib hier! Sitz! Ich würde den beiden höchstens nur noch sagen, dass sie vorsichtig sein sollen. Ja, wir sind gerade raus. Jetzt seid ihr zu zweit alleine. Also zu dritt alleine. Ja. Das habe ich mir irgendwie anders gedacht. Wolltest du kämpfen? Nicht zwingend, aber ich habe irgendwie, weißt du, als ich gesehen habe, dass er das Himmelslicht hat in der Krone, da habe ich gedacht, wir wären unserem Ziel ein Stück näher gekommen. Und jetzt sind wir so viel weiter davon weg. Wir könnten es einfach holen und verschwinden.
Wir bräuchten die Fjaniger als Krieger schon an unserer Seite. Das wäre praktisch und würde unsere Überlebenschancen um einiges steigern. Ich denke, gut, aber so gutes Kanonenfutter. Wie geht's dir eigentlich, Ilva? Ich weiß nicht. Ist gerade ein bisschen viel. Papa ist nicht böse, aber ganz viele andere, an die ich überhaupt nicht gedacht habe, sind alle ziemlich böse. Und, naja, Pandur ist tot, aber Pandur hatte von seiner Anziehungskraft eingebüßt. Jetzt irgendwie. Und Rangra, man kann ihr nicht trauen. Ihr ist alles zuzutrauen. Vielleicht hat sie ihn umgebracht, weil sie die Macht an sich reißen wollte. Vielleicht droht nicht. Uns jetzt noch ein viel schlimmeres Schicksal, wo sie dafür verantwortlich ist, das zu entscheiden. Ich glaube nicht, dass sie ihn umgebracht hat. Willst du wissen, was ich glaube? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Häuptling über lange Zeit vergiftet wurde von jemandem, der ihm nahe stand, aber ich glaube nicht, dass es seine Frau war. Ich glaube, dass es jemand war, der mit den Änderungen, die er im Stamm herbeigeführt hat, nicht zurechtgekommen ist, der aber nicht stark genug war, um ihn herauszufordern, um selber an die Macht zu kommen. Rangra ist ganz anders als der Häuptling. Sie wird den Stamm vermutlich wieder auf alte Wege zurückführen. Nicht unbedingt in dem Sinne ihres verstorbenen Mannes, sondern auf die alten, herkömmlichen Wege. Dementsprechend wäre sie die bessere Wahl für den Häuptling gewesen. Aber sie hat doch ihm ganz viel eingeflüstert. Als wir ihn trafen, schien er kaum eine Entscheidung zu treffen, die sie ihm nicht vorher abgenickt hatte. Ich glaube, sie hat versucht, ihn zu beeinflussen, aber ich glaube nicht, dass sie viel Möglichkeiten hatte. Er schien sehr lange über Dinge nachzudenken, viele Meinungen einzubeziehen, wie ein guter Anführer das eben tut. Aber er scheint ja seine eigenen Überzeugungen gehabt zu haben. Die hat er schon immer gehabt, ja. Ich werde versuchen, die Person zu finden, die froh über seinen Tod ist. Kannst du das spüren? Ich schaue so ein bisschen auf das Himmelslicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nur versuchen, wenn ich eine Frage habe, eine bestimmte Frage und mich darauf konzentriere und ja, mich irgendwie öffne, kann das durchaus passieren, aber dafür müsste ich die anderen sehen. Ich glaube nicht, dass ich es so kann. Ich brauche ein Ziel, verstehst du? Ich bin nicht so gut da drin, mir Dinge vorzustellen, die ich nicht sehe. Also wenn ich eine Gruppe sehe, und ich bin ziemlich gut darin, Menschen einzuschätzen, das ist das, was ich kann. Menschen zu lesen, auch Fjaninger zu lesen, auch wenn ihr anders seid. Ihr könnt euch nicht verstecken, ihr seid noch viel ehrlicher als die meisten anderen. Das sind wir. Und aber spätestens beim Thing wirst du die Gelegenheit haben, sie alle zu sehen. Der ganze genau. Stamm wird einberufen, wenn uns der Prozess gemacht werden sollte. Wenn irgendwelche Urteile verkündet werden, wenn irgendwelche Entscheidungen zu treffen sind, werden alle einberufen. Das geht hier nicht an uns vorbei. Genau, und dort werden sie offiziell verkünden, dass er tot ist. Das wird bei jemandem etwas auslösen. Wenn ich diese Person finde, kann ich vielleicht herausfinden, wer es gewesen ist. Aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, das ist alles selber noch neu für mich und vielleicht überschätze ich mich da auch. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Weil viel mehr kann ich nicht tun.
Moment, tut mir leid. Aber das ist schon eine ganze Menge. Wir alle versuchen mit unseren Aufgaben und den Anforderungen hier klarzukommen und da hineinzuwachsen. Wenn wir als Gruppe zusammenhalten, wenn wir als Stamm gemeinsam Stärke zeigen, dann können wir das schaffen. Ich gehe dann rüber zu dir und nehme dich einmal ganz fest in den Arm. Ich stehe da wie so ein Klotz, da kann ich nicht mit umgehen. Das ist okay. Ich nehme dich trotzdem in den Arm und drücke dich und... Es tut mir so leid, Ilva. Alles. Tut mir leid, dass du ihn verloren hast. Hier nicht auf die Freunde gestoßen bist, die du einst hattest. Es tut mir leid. Wie du mich so im Arm hältst, merkst du, dass mein Körper irgendwie so total versteift ist irgendwie und sich da, also da kann ich mich jetzt nicht irgendwie so reinfallen lassen in die Umarmung. Aber wenn du danach dich wieder löst und hochguckst, siehst du, wie das so ein bisschen in meinen Augen glitzert. Das blinzel ich aber relativ schnell weg. Tu so, als hätte ich das nicht gesehen. Ilva ist nicht weich. Ilva kann das. Und dann boxe ich dich so leicht gegen die Schulter und so. So macht man das doch bei euch, oder? Das kann ich besser, ich boxe zurück. Wow. Und ich lande aber extra vorsichtig. Aber extra vorsichtig. Na gut, okay. Ja, kannst du auch noch besser. Es gibt einen blauen Fleck. Ikayu dreht sich um und hinter ihr steht Eisblüte mit so einem angeschrägten Kopf und schaut über sie hinweg zu Ilva. Interessant. Was ist geht zur Seite und setzt sich auf so ein Lager. Ich parke Liska bei Ilva, weil ich glaube, die kann gerade ganz gut helfen und lass zu, dass der Hund Ilva vollsabbert. Stecke ihr vielleicht noch so ein Leckerchen zu und kümmere mich dann um ein kleines Feuer, damit es nicht kalt wird im Zelt. Ich meine, mir wird sowieso nicht so wirklich so. Ja, damit es nicht kalt wird im Zelt. Dann gehen wir, rüber, jetzt tun. Gehen wir rüber zu Goswin und Lothir. Die rübergebracht werden ins Häuptlingszelt. Als ihr das Zelt mit dem Krieger betretet, ist natürlich Rangra und einige andere Frauen und Männer noch da. Ein Mann, der so ein bisschen aussieht wie so ein... Der ist etwas älter, relativ zottelig sieht er aus, lange zottelige Haare. Und trägt nicht das übliche Stammesgewand eines der Fjarniger, sondern eher so eine Art, Lothir erkennt das am eher als Goswin vielleicht, nur bardische Kleidung. Sitzt irgendwie neben Rangra und unterhält sich gerade mit ihr, als sie reingeht. Ist das auch ein Norbade? Ich habe ja gesagt, also, wie willst du das erkennen, ob er wirklich Norbade ist? Er trägt norbadische Kleidung. Die Gesichtszüge sind ja anders. Von den Gesichtszügen könnte es sein, ja. Okay. Könnte aber auch eine Mischung aus irgendwas sein. Also, okay. Wenn du wetten würdest, ja, wäre schwer. Ohne die Kleidung wäre es schwer zu wissen. Ne? Sind Norbaden nicht relativ festgelegt, was Haarfarben angeht? Ja. Ja, doch. Die Haarfarbe ist halt schwer zu bestimmen, also es passt schon so zu Norbaden. Allerdings sind die auch teilweise ergraut und teilweise gefärbt mit so erdigem Ton. Das sieht man. Das auch irgendwie hat auch ganz viel Zeug in die Haare reingeflochten. Also, es würde passen, ja. Sieht er so schamanisch aus? Also. Kann ich vermuten, ob der Magie begabt ist? Einfach nur über den Blick. Also, wie gut kennen. Er macht doch mal eine Magiekundeprobe. Mach ich. Wie gut Goswin sich mit schamanischen Norbaden auskennt. Mal schauen. Gar nicht mal so gut.
Ja, das ist bei den Normalen auch wieder schwierig. Es sind... doch, zwei Qualitätsstufen. Ja, du würdest vielleicht nicht unbedingt Schamane sagen, du würdest vielleicht eher sagen, dass irgendwie, ja, also für einen Schamanen hat er halt nicht die typischen Standessymbole, also keine schamanischen Zeichen an Ketten oder so eine Schamanenkeule oder so, irgendwie sowas. Und vielleicht hat er das aber jetzt einfach auch nur nicht mit. So, aber die normalischen Schamanen, von denen du Abbildungen in Büchern gesehen hast, ja, also die sehen von der Kleidung her anders aus. Und trotzdem hinterlässt er bei dir so ein mulmiges Gefühl. Was die Magie angeht. Und weil jetzt auch weiß, Goswin weiß auch, dass jetzt nicht unbedingt Magier oder Schamanen da sind, verbreitet sind, sondern dass die Norbaden generell eine sehr eigenartige Kultur haben, wo alles Mögliche an Magieanwendung irgendwie vorkommen kann. Die sind offen da für recht vieles. Da passt auch vieles rein in die Stammeskultur. Das muss nicht ein Schamane sein. Könnte auch, weiß ich nicht, vielleicht ein, ja, für einen Druiden, das sieht jetzt auch komisch aus, aber vielleicht ein Seher oder sowas, irgendwie irgendwas in die Art. Das könnte auch sein. Ja, Hauptsache kein Paktierer. Könnte allerdings auch nur ein Händler sein, wer weiß. Hier im Norden ist alles so komisch, Nosmin. Urban lieben es ja auch, sich zu inszenieren. Genau. Da, ich lasse dann nochmal meinen Blick schweifen. Liegt der Leichnam da aufgebahrt? Oder? Ja, liegt aufgebahrt in der Mitte des Zeltes und die Rangera wird dann sofort so irgendwie von ihrem. Sie hat sich auf den Thron gesetzt und steht da jetzt gerade auf. Und man, was soll das? Also, das könnt ihr beide nicht verstehen, weil es ist auf Fjarnigisch und dann redet sie auf Fjarnigisch irgendwie ein bisschen mit den Leuten. Kriegt dann so. Also der Krieger, der euch begleitet, ist für einen Fjarniger, verfällt er in eine Art Redeschwall. Und die Ranga kriegt so ein düsteres Gesicht. Macht dann irgendwie so eine Geste und lässt sich dann in den Thron plumpsen und schaut böse Richtung Lothir. Der Krieger meint, für jetzt sollt ihr untersuchen. Dann nick ich ihm so halb zu und deute dann eine respektvolle Verbeugung vor der Königin an. Häuptlingsfrau, ja. Ja. Oder Häuptlingin inzwischen, ja. Ja. Zumindest interimsmäßig, bis jemand vortritt, genau. Und den Anspruch. Ich weiß jetzt interessant wäre zu wissen, ob die Kinder haben. Das haben wir, glaube ich, gar nicht mitbekommen, die beiden. Ja, habt ihr noch nicht mitbekommen. Ja. Dann würde ich kurz zu dem Blick, den ich für einen Norbaden erstmal halten würde. Ja, der grinst über beide Backen und schaut so in deine Richtung. Würde ich den schaut dann zu Goswin, dessen Augen ja so blau leuchten. Nickt so. Freundlich zunicken und dann sagen so, möge Mokosha dich auf deinen Wegen begleiten. Auf Norbadisch. Also auf alle Ali. Dann antwortet er dir zurück. Möge Mokosha auch mit dir sein, Fremder. Auch ein Gast? Sehr wohl.
Ich bin Lothir. Gut zu wissen. Der grinst. Ich diene Ifnir. Ist das so? Schaut so auf deine, auf die, auf deinen Mantel, der das ziemlich deutlich zeigt. Und wer bist du? Nenn mich Tuljev. Tuljev. Also gut, Tuljev, Gesandter des fahrenden Volkes des Nordens. Ah, zu viel der Ehre. Also man merkt so ein bisschen, dass Lothir weiß, wie Norbaden zumindest ansatzweise ticken, weil er unter den groß geworden ist, unter anderem. Traut ihm keinen Zentimeter. Norbaden halt. Niemand vertraut Norbaden. Außer Norbaden selber. Und ja. Selbst die. Vielleicht der eigenen Meshpoche. Ja. Vielleicht. Gut, dann wollen wir mal Gaswin, also flüstert dann, behalt ihn bloß im Auge. Ja, dann dürft ihr Untersuchungen anstellen. Was wollt ihr denn machen? Erstmal mit äußerstem Respekt mich dem Leichnam nähern und den mal wirklich jetzt angucken. Also mit Verwundung und so, also ich denke mal, Lothir hat, also mit was er sich noch ein bisschen auskennt, sind so Verwundungen, die durch also dämonisches Gift, also wenn es da Verfärbungen oder sowas gibt, das könnte er vermutlich identifizieren. Beziehungsweise alles, was mit Teriak in Berührung gekommen ist, aber wenn es jetzt wirklich ein ganz natürliches Gift war, würde er das vermutlich nicht erkennen, weil er davon keine Ahnung hat. Also wird er erstmal nach oberflächlichen Wunden suchen, besonders nach kleinen Einstichstellen wie für Dolche, die halt natürlich bei so Muskelbergen auch mal sehr gut zwischen so zwei, sag ich mal, zwischen Bizeps und Trizeps verschwunden sein können. Möchte Goswin ihn dabei unterstützen oder möchte Goswin was anderes machen? Ich würde mir den Leichnam insgesamt mal gerne anschauen. Es gibt ja Gifte, die hinterlassen bestimmte körperliche Merkmale. Nach was suchst du? Also ich schaue mir natürlich erstmal sein Gesicht an, gucke mir die Zunge an, ob irgendwelche Äderchen sich verfärbt haben oder so, ob die Zunge eine merkwürdige Farbe hat, schaue mir was, die Augen an. Was dir natürlich auffällt, auch was du ja auch schon in diesem Zustand gestern schon mal gesehen, dass der halt sehr alt wirkt. Du weißt von Ilva, dass er noch gar nicht so alt ist. Und jetzt, wo er da auch vor dir liegt, merkt er, wirkt er halt auch sehr ausgezehrt und noch älter als gestern. Irgendwie also fast schon eingefallen, als wäre halt ein alter Mann. Richtig, die Haare kommen, also gestern waren sie noch farbig, die sind jetzt ergraut. Und teilweise in so einem Büschel halt auch schon abgefallen. Man sieht so kahle Stellen auf dem Kopf. So als wird der halt rasant gealtert. Kann ich mir ein Gift vorstellen, das genau das zur Folge hat? Mach doch mal eine Probe auf Alchemie. Alchemie, also nicht Heilkunde-Gift. Von mir ist auch das, wenn du das besser kannst. Jetzt gucke ich mal, was ich besser kann. Ich könnte ja mal über Heilkunde-Wunden gucken, ob mir irgendwas auffällt. Ja, du guckst Heilkunde-Wunden nach Einstichen genau. Und so und Goswin guckt nach Giften. Ja, leider spinnt mein Charakterblatt rum, sodass ich meine Talente nicht mehr lesen kann. Das ist toll. Ich starte es noch mal neu. Kann der Lothir inzwischen schon mal würfeln. Eieiei. Ich würde gern einmal chippen. Sind also die 19 rerollen.
Das ist besser. Drei Qualitätsstufen. Drei Qualitätsstufen und du suchst nach Einschnitten, kleinen Stichstellen oder sonst also irgendwas. Irgendwas, das mir komisch vorkommt, vielleicht auch, falls es, weil so wie er aussieht, könnte Lothe sich auch vorstellen, dass er was mit einem Dämon abbekommen hat. Also irgendwas, das halt, da wird er auch nachgucken, ob er vielleicht eine Krallenspur oder eine Bisswunde sieht, die irgendwo vielleicht versteckt worden ist oder sowas. Hm. Weil er, also er hat Narben. Ja, klar. Und er hat auch Spuren von Schnittwunden, ganz viele. Einige auch relativ jung, würdest du sagen. Allerdings jetzt nicht irgendwie einen Tag oder so, vielleicht eine Woche oder so alt. Mhm. Halt noch nicht richtig zugeheilt, ein bisschen vernäht. Ansonsten siehst du halt, dass die Adern halt aufgrund des eingefallenen Körpers halt ziemlich hervorgetreten sind. Das fällt auf. Und es ein bisschen dunkel aussehen. Dunkel. Also man muss sich so eine eingefallene Haut halt wie bei einem alten Menschen vorstellen und dann halt die Adern tauchen, bilden sich dunkel ab. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass er nicht besonders alt gewesen war, ja. Wie alt würde ich den so schätzen, wenn ich ihn so jetzt gesehen habe? Das ist ein alter Mann. Goswin, wenn mit dem Ganzen, was Goswin halt jetzt irgendwie auch gesehen hat, als Lothir besessen war zum Beispiel, Lothir ist ja auch so stark abgemergelt und hat seine Haare wurden bleich und ne, die Augen sind haben sich zurückgezogen und so. Wenn du dir das jetzt weiter extrahierst, wenn ihr Lothir nicht gerettet hättet, vielleicht hätte dann auch, wäre er auch gealtert auf diese Art und Weise. Könntest du dir gut vorstellen, ja. Soll ich denn jetzt noch eine Probe machen? Ja, mach mal, wenn du kannst. Ja. Mach eine Alchemie-Probe. Mhm. Wobei ich beides machen könnte. Also wenn es unterschiedliche Ergebnisse gibt, würde ich vielleicht sogar dazu... ich glaube, ich würde das gerne mal schippen. Zumindest die 20 darunter. Mhm. 1,14 kann ich leben. 20 auf 20. Ja, dann habe ich eine Qualitätsstufe. Eine Qualitätsstufe. Dir ist kein Gift bekannt, was das auslöst. Und schon gar nicht, also das, was Eisblüte da hat, das sind ja, also das, was sie gesagt hat, sind ja schnell wirkende Gifte, die für den Kampf geeignet sind. Und das macht sowas nicht. Das ist... Vor allem hätte sie eigentlich schon vor Tagen hier sein müssen, um es zu verabreichen. Daher eindeutig. Selbst dann würde das dann, also das sind halt Gifte, die lähmen oder eine wichtige Vitalfunktion stören, aber da altert man nicht von. Zumindest nicht so. Ich möchte in diese Untersuchung gerne einen Zauber wirken. Und zwar, wenn es geht, so, dass es nicht jeder mitkriegt. Mhm. Also ich versuche so ein bisschen meine Bewegung so zu timen und meine Formel so zu murmeln, dass das geht. Ich streiche mir dazwischendurch so über die Augen und leg die Gestik an und sprech die Formel per Oculus Arcanus Videam. Möchtest deinen Blick auf die magische Ebene sichten? Genau. Und habe natürlich wieder einen 19 dabei. Die ich auch noch mal schicken kann, ne? Mhm. Dann mache ich das, nur die 19. Mit dem Rest bin ich zufrieden. Das ist ja nicht wahr. Ja, dann funktioniert's nicht. Ja. Kein Zugriff auf die astrale Ebene. Irgendwas blockiert dich.
Vielleicht sind es die skeptischen Blicke der Krieger hier. Luthier blickt sich mal so halb um, wirft einen Blick zu Goswin, schaut dann wieder auf den Leichnam. Also man merkt, also Luthier blickt auf die Haare und so ein bisschen so gedankenverloren fährt er sich durch eine graue Strähne, die er hat. War er eine Zeit lang allein unterwegs? Also so. Und da hat er sich vor einiger Zeit mal merkwürdig für ihn verhalten? Nein. War ein guter Anführer. Niemals Zweifel. Nein. Er war stark. Und wenn du dich zurückerinnerst an die letzte Szene, wo er mit Ilva ja die Auseinandersetzung hatte, da ist dieses Alter für kurze Zeit auch von ihm abgefallen, ne? Da wirkte er wieder jung. Also irgendwas passt da nicht. Also Goswin, was meinst du? Also ich kriege keinen richtigen Zugriff. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Eisblüte das nicht Luthier konnte, Istira, ne? Ja. Mach mal eine Sinnesschärfenprobe. Oh oh. Erschwert um 3. Darf ich das auch? Ich kann auch Istira. Ja, mach mal. Aber das ist, bei dir ist es noch mehr erschwert, weil du hast dich, Lothi hat sich ja den Körper ganz genau angesehen. Du hast ja eher so die Giftsachen so im Kopf gehabt. Der hat ja richtig so nach Einstichen und sowas gesucht, der Lothi. Ich würde gerne nochmal die 19 chippen. Ja. Yay! Du kannst das im Gegensatz zu Goswin. Das sind dann 7, 4, 3. Das sind dann 4 Erfolgsgrade. Mhm. Dann siehst du, der Mann ist tätowiert, wie viele von den Fjarnigern. Und in einem Tattoo von ihm drin erkennst du ein elfisches Symbol. Was aber so verschnörkelt in das andere übergeht, dass man es sofort nicht sieht. Vielleicht ist es auch zufällig. Sieht auch nicht ganz gerade aus. Diese Mach mal Götter- und Kulte-Probe noch hinterher. Oh Gott, geht es aber ab hier. Komm, als Geweihter ist das doch ein Geschenk, Götter und Kulte, oder nicht? Aber nicht, ja, aber nicht mit dem Würfeln. 19, 20, 5. Okay, ich habe noch einen Schicksalsboden. Ich chippe alles. Ja. Auch die 5? Auch die 5? Nee, die nicht. Würde ich gerade sagen, oder? Das gibt's doch nicht, ey. Was ist. 19 und 20er haben wir heute ziemlich oft. Ah. 1 und 8 ist besser als 19 und 20. Betrifft das den vor allen Dingen den Norden? Nein. Oder ist. Bitte? Nicht direkt, nein. Okay, dann sind es 3 Erfolgsgrade. Dann hast du das schon mal bei den Elfen gesehen. Das Zeichen steht entweder für Vernichtung und Zerstörung, für Krieg, Kampf, Jagd. Aber. Naja. Hast auch schon mal davon gehört, dass Elfen das als Prinzip ansehen, als naturgegebenes Prinzip, als eines der zwei
Naturprinzipien, die gelten. Das Zerza. Schaut sich das an. Aha, ein Eisbären oder was das sein soll? Ein Hirsch? Okay. Stutzen und dann hängt er wirklich so da drüber. Jetzt könntest du Goswin fragen, der weiß, kennt sich ja wahrscheinlich besser aus, weil er ja mit Elfen geforscht hat. Goswin. Ich kann mich nicht täuschen, aber ich glaube, er hat hier Zersa stehen. Bitte? Da. Ich fahre das mit dem Finger langsam nach. Das sollte dann nicht sein, oder? Fügt sich das sehr natürlich in die sonstige Tätowierung ein? Oder? Also die Tätowierung, Goswin sieht das jetzt, ja, wenn wo Lothir den nachfährt, die ist tatsächlich eingebettet in ein Bild von einem Luchs, was total passt, weil du hast ja auch die bekannten Lieder von dem bekannten Skalden, der die Crew der Seeadler begleitet hat, hast du gelesen. Gute Oben Volker. Genau. Und du hast dann gehört, dass es halt die alten Elfen, die Hochelfen, einen Gott angebetet haben, der in Luchsform erscheint. Und der Zerzal heißt. Und wahrscheinlich aus meinen Kenntnissen des Istira kann ich herleiten, dass es dabei ja, du würdest eher sagen, weil du das ja kennst, dass es sogar ein altes, eher kein Istira, sondern eher so ein altelfisches Zeichen ist. Also so verschnörkelt, wie das aussieht, das ist eher ein hochelfisches Astaria-Zeichen. Kannst Astaria, glaube ich, nicht, aber du hast vielleicht schon mal davon gehört. Ist ja mal ein Ding. Lothir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Tätowierung keine Geschichte hat. Naja, jedes Hautbild hat eine Geschichte, aber das hier? Ich habe sowas entfernt Ähnliches mal bei dem Firnelfen gesehen, aber sehr entfernt nur. Diese Tätowierung selbst nicht, aber die Bedeutung dieser Tätowierung sind älter als die Firnelfen. Ganz bestimmt. Aus der Zeit von, du weißt schon wer? Von wem? Chlorana. Ja. Eisblüte erzählt hat. Also alte Elfen, hohe Elfen. Das könnte sein, ja. Also ich bin mir sogar relativ sicher. Ich habe mich mit Eisblüte ja mal über die altelfischen Götter unterhalten. Dort hat sie die jetzt gebräuchlichen Entitäten des Lebens und des Todes, ja, des Schaffens und des Vernichtens als Götter benannt. Noti und Zerzal, ja. Daneben nannte sie Orima, Pyr und in einem Nebensatz Pardona und Simira. Und wenn man das jetzt zusammenbringt mit dem, was ich von der Filiason-Kampagne gelesen habe, dann kann das, ehrlich gesagt, sowas wie der hochelfische Totengott sein. Ja, so. Vielleicht nicht tot, doch, tot schon, ja, Tod, Ende, aber auch Krieg, Kampf, Jagd. Was zu den Fjarningern total gut passt. Ja, Hochelfen passen jetzt zu den Fjarningern ehrlich gesagt nicht so. Nee, gerade wenn man weiß, was die vor kurzem mit den Firnelfen angestellt haben. Es ist natürlich interessant, wenn man bedenkt, dass dieses Serfsta, das liegt Tod, Jagd, Kampfeslust, dass das auch zum Teil die Attribute von Gorfang sind.
dem höchsten oder sagen wir mal dem gefährlichsten der Himmelswölfe. Und auch das Zeichen, die Anführerwürde. Und nach Gorfang steht für den Anführer, aber auch für Krieg, für Jagd und Kampfeslust. Und dessen Zeichen suchtet ihr ja auch. Dass da das eins der Himmelslichter des, also von Gorfang, das fehlt ja noch. Jetzt hat ihn jemand uns vor der Nase weggemeuchelt. Gut, jetzt wissen wir, er hat sich irgendwo auch immer dieses Hautbild machen lassen von jemandem, der das Altelfische beherrscht. Sollte das nicht die Wahl sehr einschränken? Wer kennt sich hier aus? Du oder ich? Vielleicht ist es auch ein göttliches Zeichen und das war gar nicht absichtlich, sondern das könnte auch sein. Wenn man da drüber fühlt, Ich fühlt sich das meine, irgendwie anders an? Und vielleicht nee. wärmer oder sowas? Nee. Ist halt eingebettet in diesen Lux, den er tätowiert hat. Das war hochgradig spannend, aber ich weiß nicht, wie uns das gerade hilft. Lothar, hast du irgendwelche Fähigkeiten, mit denen man göttliches Wirken nachspüren kann? Ich bin Magier und ich kann zumindest rudimentär Zauber ausfindig machen. Naja, ich könnte versuchen. Ifirn zu bitten, ob sie eine Botschaft übermitteln kann, ob dieses Zeichen aus den alvaranischen Gefilden stammen soll. Klingt kompliziert, aber einleuchtend. Kannst du Ife noch mehr fragen? Theoretisch ja, es wäre Fragen kann man einfach. sie alles. Wäre ich ein Wiesenschamane, könnte ich Gorfang versuchen, direkt zu fragen. Ja. Ja, das halte ich allerdings vielleicht für einen direkten Weg in eine falsche Richtung. Außerdem habe ich das schon hinter mir. Der führt ja die wilde Jagd mit Firon an. Aber vielleicht spüre ich da noch irgendein Nachbeben, wenn es wirklich von ihm sein sollte. Na schön. Ich brauche etwas frischen Schnee. Wo kriege ich frischen Schnee her? Kann ich da irgendwie rausgehen? Muss ich wahrscheinlich komplett vors Dorf, ne? Da vor dem Zelt ist überall Schnee. Alles klar. Dann gehe ich kurz aus dem Zelt raus und hole Schnee. Wenn die mich lassen. Ja, klar. Begleiten dich halt, aber ja. Dann gucken sie mir zu, wie ich zwei Hände voll Schnee mit reintrage. Ja. Leg den Schnee am besten um das Symbol herum. Ich mache dann so einen Kranz aus Schnee. Drück den so ein bisschen fest, damit er gut hält. Er wird ja wahrscheinlich nicht allzu sehr anschmilzen bei einem kalten Körper. Ja. Lothar nimmt sein Amulett ab, hält es da drüber. Ifirn. Gnadenvolle. Herrin der Schwäne. Ich erbitte deine Hilfe. Wir sind in einer schweren Lage. Das Schicksal des Nordens steht auf Messerschneide. Du hast mich vor so vielen Tagen bereits einmal gewarnt. Ohne dich hätten wir die Stadt nicht so gut verteidigen können. Ich erbitte deine Hilfe erneut, die Kräfte der Weissagung
Dieser Mann ist in mehrfacher Hinsicht wichtig. Für eine einzige Person aus unserer Sippe besonders, aber auch für uns alle. Und für den Stamm war er wichtig. Etwas ist hier geschehen. Du siehst und spürst die Vergangenheit, die Gegenwart und Zukünftiges. In der unermesslichen Weisheit des Winters und des Eises, das alles einschließt und alles für immer bewahrt. Dieser Mann hat ein altelfisches Zeichen auf der Haut. Das Zeichen von Zerza oder Zerzal. Ich muss wissen, ob es ein Zeichen der Götter selbst war. Vielleicht auch ein Zeichen Gorfangs, nach dessen Zeichen wir auch suchen. Schenke mir die Weisheit, Dinge zu sehen, die das menschliche Auge nicht wahrnehmen kann. Denn nur die göttliche Sicht vermag, durch alle Dinge wirklich hindurchzudringen. Ich bitte dich, Schwanengleiche, erfülle mir diesen Wunsch. Regeltechnisch? Regeltechnisch würde ich ein Gebet machen, weil es dafür keine direkte Liturgie gibt. Mhm. Das ist halt ein improvisiertes Gebet. Und ich würde dann einfach meinen Körper als Gefäß nutzen, um freie karmale Kraft durch das Amulett fließen zu lassen. Also, Wie viel gibst du denn? Sag mal, aufgrund der Wichtigkeit würde ich es einstufen wie eine Grad 2 Liturgie und würde ich sag mal, die 10 Karma-Punkte einsetzen. Mhm. Okay. Also wer das... Wo trägt Lot hier eigentlich immer seine Federn, die er immer verteilt? Normalerweise hat er einen Beutel an der Kleidung, wo er halt Federn rauszieht. Also wo halt noch ein paar sind. Mhm. Gut. Was passieren wird, nachdem Lot hier sein Gebet gesprochen hat, kriegen alle, die in dem Zelt sind, draußen Ikayu und Ilva auch in ihrem Zelt, dass ein Windstoß durch das Lager geht. Der Windstoß ist so stark, dass das Zelt halt ein bisschen anfängt zu schwanken. Der Windstoß stößt diese Plane vor dem Zelteingang zur Seite und weht eine der Federn aus dem Beutel, die oben auflag. Die Feder schwebt über dem Körper kurz, bevor sie sich niederlässt. Eigentlich, dann kommt der nächste Windstoß, treibt sie weiter Richtung Ragnar, die auf dem Thron sitzt, mit der Krone des Gorfang, mit dem Stein des Gorfang, lässt sich auf dem Schoß nieder, dann kommt der nächste Windstoß, treibt sie dort wieder weg, hin zu einer Truhe, die neben der Lagerstätte steht. Und dann ist der Wind wieder vorbei. Bleibt da liegen, die Feder. Danke. Lotius Blick ist dann ernst, aber auch sehr feierlich. Ja, du kannst dir auch mal eine Stufe Entrückung aufschreiben. Ja. Ich starre jetzt mit meinen eisblauen Augen gebannt auf diese Feder und die Truhe.
Was befindet sich in dieser Truhe? Kriegsbeute. Ifnia hat gesprochen. Öffnet die Kiste. Ja, der Krieger geht und unterhält sich kurz nochmal mit der keifenden Ragnar, die versucht wahrscheinlich zurückzuhalten. Du könntest nicht verstehen, was sie sagen. Setzt sich aber durch, als alle andere ihm irgendwie andere sich neben ihn stellen und mit der Axt manchmal so auf den Boden hauen. Das war jetzt auch recht deutlich, dass irgendwas passiert ist. Ja. Der Norbade grinst nur bei beide. Schaut zu. Und ja, macht die Truhe auf und da sind halt allerlei, ja, ist wirklich Kriegsbeute drin. Und zwar aus der letzten Schlacht, die der Stamm geschlagen hat, gegen die Firnelfen. Allerlei elfischer Tand. Elfische Messer, Flöten, eine kleine Laute. Aber auch ein kleines Stück Bernstein, das bearbeitet ist. Also was heißt klein? Das ist schon so groß ungefähr. Ja. Also sehr wertvoll dann auch. So ein großer Bernstein. Dann hat man halt Bilder und Zeichen reingeritzt. Also ja. Goswin? Ich brauche mal deine leuchtenden Augen, glaube ich. So, ich heb mal diesen Bernstein an. Wie genau leuchtende Augen? Guck mal mit dem Bar. Ich guck mir das jetzt erstmal an. Ich weiß nicht, wie viel ich gerade mache. Hast du Kartografie, Goswin? Kartografie? Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Geografie, Kartografie. Ja, Kartografie ist wahrscheinlich eine Spezialisierung von Geografie. Ne? Geografie hast du aber, glaube ich, ne? Habe ich. Null. Ah. Habe ich. Habe ich sogar auch. Ich kann mal drauf. Ja, würfel mal. Würfeln. Ah, guck mal. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ah, boah, gut, dass das das erste ist. Klugheit mag ich. Ja, ich habe eine Qualitätsstufe. Also ich drehe das so ein bisschen. Du meinst, dass du das schon mal gesehen hast, was da auf der... Also das ist eine Karte, die abgebildet ist. Auf der einen Seite des Bernsteins haben sie eine Karte eingeritzt. Aha. Und du hast die schon mal gesehen. Die gleiche Karte ist... Also so ähnlich hast du bei dem Schwarzmagier gefunden. Ja. Die zeigt halt diese Halbmond-Sichel der Bernsteinbucht. Ja. Und auch die Höhenzüge der Ebenen, halt, wo ihr euch gerade drin befindet, zeigt die alten elfischen Ruinen, die du, ja, wo du das Tor, wo du den Dämon ausgetrieben hast. Und sie zeigt vor allen Dingen eine Insel vor der Bernsteinbucht. Und ja, die ist so hervorgehoben. Aber da gibt es keine Insel, das weißt du. Aus Kenntnissen. Aber es könnte diese unterseeische Insel sein, ne? Von der Eisblüte gesprochen hat. Ja, wo die Chakraga angeblich lagern. Und was ist auf der anderen Seite des Bernsteins? Auf der anderen Seite ist eine Schlachtszene abgebildet. Du erkennst Elfenkrieger und du erkennst Krieger, die mit leeren Augen so ähnlich aussehen wie Elfen, wahrscheinlich Chakraga darstellen sollen, im Kampf gegeneinander. Und eine kleine Inschrift erkennst du, die allerdings, da du Istira kannst, dir grob bekannt vorkommt, allerdings nicht Istira ist. Also du kannst sie nicht richtig übersetzen, da sie Astaria wahrscheinlich ist. Könnte sein, ja. Lieber Lothir? Ja?
Also er blinzelt so ein, zwei Mal, scheint kurz ein bisschen versunken zu sein in die Betrachtung. Ich glaube, wir müssen noch einmal netter zu Schwänen sein. Denn die gute Ifian hat uns gezeigt, was wirklich mit Pandor passiert ist. Er ist nicht im herkömmlichen Sinn vergiftet worden. Ich habe die Vermutung, dass der zweite Teil des Dämons in ihn gefahren ist. Und er daran gestorben ist. Lothe schüttelt sich kurz. Nehmen wir an, du hast recht. Wie beweisen wir das? Diese Karte ist dieselbe Karte, die ich bei dem Magier gefunden habe und die ich immer noch in meinem Rucksack mit mir führe. Wir können nicht auf diese Karte eingewirkt haben, denn wir wussten es gerade nichts davon. Die ist hier in der Truhe gewesen. Die Fjaninger waren an der Ritualstätte, nicht? Ja, das ist das eigentliche Lager, da war da in der Nähe, ja. Elfenköpfe und so. Ich vermute, Pando hat sich einen fiesen Dämon eingefangen. Könnte auch sein, dass er dich den gleichen eingefangen hat, den du aus Lot hier rausgetrieben hast. Das kann auch sein. Also entweder war es die andere Hälfte oder es war sogar der Hälfte. Die Kai schüttelt den Kopf. Nein, wir waren es nicht, wir waren es nicht. Wir haben ihn nicht umgebracht. Hast doch zeitlich gar nicht. Doch klar, jetzt hast du das. Die waren vor uns da. Ja, die waren vor euch an der Stelle, klar, ja. Aber ihr wisst noch nicht, wann der angefangen hat, alt auszusehen. Ich bin nicht da. Alt aussehen. Ja, tut mir leid gerade, Ilva und die Kai, ihr seid gerade ein bisschen außen vor. Aber, ja. Ja, alles gut, alles gut. Das ist aber ein... Das. Wann fing er an, so zu altern? Wann ist euch das aufgefallen? Kurz nachdem wir die Spitzohren vertrieben hatten. Wie viele Tage ist das jetzt her? Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, wie viel das In-Time bei euch ist mit der Verbannung, aber ich glaube, das würde passen. Ja. Ihr wart, glaube ich, ein, zwei Tage unterwegs gewesen. Vielleicht sogar, ja, mit der Übernachtung jetzt sogar drei wahrscheinlich. Das passt. Das Ironische ist, dann ist er vermutlich wirklich an Altersschwäche gestorben. In gewisser Weise. Ja. Oder an dem, was Dämonen so absondern, wenn sie einen besetzen. Überall schüttelt sich nochmal. Ja, Luthier weiß ja, wie das ist. Instinktiv schaut er mal seine Hand an. So. Ja, die noch Zeichen davon trägt. Umso krasser ist, dass er das abschütteln konnte, als Ilva mit ihm geredet hat gestern. Das hat Luthier nicht geschafft. Er hat einen unfassbar starken Willen. Und ich glaube, die Verbindung zu Ilva war stark. Ein Ankerpunkt.
Wir müssen das jetzt sofort auflösen, sonst haben wir keine Chance. Wahrscheinlich hat deswegen der Dämon ihn auch getötet. Also wäre möglich. Er sah seine Felle davon schwimmen. Frage ist, wo steckt er jetzt? Wie gut spricht Ragnar Gareti? Gar nicht? Weißt du nicht. Okay. Dann spreche ich sie jetzt direkt an. Auf Gareti. Ich könnte sehr langsam auch sprechen. Mit Lukaschim-Wörtern versuchen, das geht aber, glaube ich, nicht so gut. Ich spreche sie direkt an. Ragnar, dein Mann wurde nicht vergiftet. Der Krieger antwortet neben dir, sondern ein Dämon hat von ihm Besitz ergriffen. Ein Geistwesen. Ja, Gemurmel, nicht, Gemurmel fängt an, als der Rangra heißt der. Gemurmel fängt an, als der Krieger das übersetzt. Ich weiß das, weil ich einen Gefährten erst vor Tagen von eben jenem Dämon befreit habe. Und zwar an dieser Stelle. Und ich zeige genau bei dem Bernstein auf die Ritualstätte. Ja, auf das Tor von der, ja, auf die, ja, die Barriere. Sie hat den Bernstein dann so, wo das Tier halt mitgucken können. Ja. Dies war der Fingerzeig der göttlichen Ifnir. Nun, wir haben es alle gesehen, wie die Feder geflogen ist, meinte Nobade. Schweig! Ihr könnt irgendwem die Schuld zuschieben und vielleicht sogar diesen Dämon weiter unter euch wandern lassen und einer nach dem anderen sterben. Oder ihr könnt uns helfen, diesen Dämon ausfindig zu machen und wieder zu bannen. Endgültig. Jetzt kommt so ein ganz gebrochen garetisches Wie von Rangra. Ich habe ihn einmal vertrieben. Ich kann es ein weiteres Mal schaffen. Und außerdem ihr seht es hier und ich zeige auf die Insel. Das ist die Lagerstätte des Feindes, über den wir mit euch sprechen wollten. Sie versuchen, Hand an den Dämon zu legen, um ihn als Waffe zu benutzen. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Ist das alles? Reicht das nicht? Ich habe Material eines kundigen Magiers in meinen Unterlagen, die exakt dieselbe Lagerstelle ausweisen werden. Ich kann jetzt
unter Aufsicht zu meinem Rucksack gehen und diese Karte herausholen. Sie soll euch zeigen, dass ich nicht lüge. Tu das. Dann schaue ich die beiden Krieger an, die bei uns vorm Zelt gestanden haben. Und wende mich ab und gehe aus dem Zelt Richtung unser Zelt. Ja. Ja, dann kommt Goswin zu Ikai und Ilva. Und zu Eisblüte. Immer noch mit diesen eisblauen Augen. Und kommt sofort mit. Braucht meinen Rucksack. Und ich schnapp meinen Rucksack und guck nochmal eben, ob die Sachen von dem Schwarzmagier da noch drin sind. Schulter den und geh dann auch direkt wieder raus. Geh mal davon aus, die beiden Krieger haben mit reingeguckt, ne? Die haben mich jetzt nicht aus den Augen gelassen. Ja, ja, die sind dabei. Sollen wir mitkommen? Eisblüte guckt Ikai und Können wir ihm dann folgen? Hat er doch gesagt, ja, dann los. Ich würde es mal versuchen. Ja, die lassen euch. Also die drei, die noch am vorne waren, die begleiten euch jetzt. Also geleiten euch. Ich riese mich mit zwei, drei schnellen Laufschritten zu Goswin auf und guck ihn sehr ernst an, was ist passiert. Pando war genauso besessen wie Lothir. Dann werde ich kaltbleich. So weiß wie der Schnee. Und sehr, sehr ernst. Womöglich habe ich den Dämon in ihn hineingetrieben. Aber wie? Sollte der nicht irgendwo versiegelt sein, in einer Insel unter Wasser? Vielleicht habe ich einen Fehler begangen. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass ich alles richtig gemacht habe. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass die Aufzeichnungen in allem stimmen. Du weißt nicht mal, was das Ritual genau bewirken sollte. Untertitel: Ich habe verdammte Angst, nochmal, keine Ahnung. Und was machen wir jetzt? Entweder wir holen uns hier einen fähigeren Magier oder wir beschleunigen unseren Plan. Hast du eine bessere Idee? Ich bin offen für Vorschläge. Nein. Ich glaube, der erste Schritt sollte sein, wir gehen jetzt in dieses Zelt und machen den Fjarningern deutlich, dass sie hier sehr gefährdet sind. Ja. Dass ihre einzige Option darin besteht, sich uns anzuschließen. Denn anders wird es nicht gehen. Oh Gott. Okay. Okay. Meine Hoffnung ist ja, dass unsere Kontakte zur Priuskirche da was taugen. Ja, die sollten wir definitiv als nächstes kontaktieren. Wobei ich natürlich die Angst habe, dass die anfangen, Fjarninger zu verbrennen. Wir werden sowieso noch eine Riesenarbeit leisten müssen, all die Parteien, die wir bisher getroffen haben, an einen Tisch zu setzen und dazu zu bringen, zusammenarbeiten. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Ist das meinte, was ich da schon alles am Überlegen bin. Euch fehlt ein Anführer. Danke, Eisblüte. Bitte. Es gibt in Lohwang ein Sprichwort. Was du machst, ist es verkehrt. Also machen wir es jetzt. So, das finde ich gut und stapft voran. Ich zeig Eisblüte. Mhm. Ja, ich stapfe hinter ihr.
Dann zeigt dir Ragnar Rangra die Aufzeichnungen des Magiers. Genau. Also ich hole sie raus und ich halte sie genau daneben. Als sie wieder reinkommt, irgendwie Lothir ist ja da geblieben, ne? Der ja. Norbade hat sich noch ein bisschen mit Ragnar unterhalten. Auf Fjarnigisch. Mhm. Während ihr wartet. Verstummt erst, als die Leute wieder reinkommen. Die zwei, drei Brocken Fjarnigisch, die ich jetzt kann, hätte ich halt ein bisschen versucht, zwei, drei Sachen herauszuholen, worum es im ganz, ganz Groben ging. Da waren Worte. Okay. Ja, das ist, ja. Okay. Kannst die Sprache halt nicht. Wirkt es denn sehr eindringlich oder eher beiläufig? Also wie eine normale Sprache? Naja, diese Sprache klingt für dich immer wie eine... Ja, okay. wie Schimpfen. Ja. Ist es das nicht vielleicht sogar? Hm. Ihr Banausen, ihr schlimmen, furchtbaren Banausen. Pjanengisch ist das Arabisch in DSA. Klingt nein. Immer, als würde man sich streiten, aber dabei. Eindeutig Thulamidisch. Das ist so Arabisch. Arabisch geht es eigentlich kaum. Pjanengisch wäre vermutlich Isländisch oder so. Ja, also gut, wir zeigen ihr die Karte. Ja, flitzt da ziemlich rein, ziemlich direkt, wenige Handgriffe, zack, 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 Karte. Ernster Blick, eisblauer Augen. Ja. Schaut, also Rangra schaut da mit zusammengekniffenen Augen auf die Karte, auf die Abbildung auf dem Bernstein, auf ihren toten Mann. An Richtung Eisblüte, Richtung Ilva. Also immer so, lässt den Kopf halt so. Ich muss gestehen, dass es Zweifel gibt, dass ihr es wart, die ihn getötet haben. Wenn es wirklich so ist, wie ihr sagt, Magier. Wart ihr aber verantwortlich, dass es so ist, wie er es gewesen ist? Bin ich verantwortlich für den Weg, den ein Dämon nimmt? Hättet ihr ihn nicht zu uns getrieben, wäre er noch am Leben. Ich habe ihn nicht zu euch getrieben. Ich habe ihn aus meinem Gefährten getrieben. Wo er dann hingeht, darüber habe ich keine Kontrolle. Vielleicht sollte er da noch sein. Aber das weiß ich nicht. Ein solcher Fall ist noch nie vorgekommen, schaut Richtung Ilva. Ein Leben für das andere, nicht wahr? Das Leben von dem Abgesandten der Göttin des Schutzes. Die gefangen ist bei Zwanfir. Für das Leben meines Mannes. Nein. Steht auf. Wagst es. Du kannst nicht einfach entscheiden,
jemanden aus meiner Gruppe zu töten. Ja, der Verlust von Pandur wirkt schwer. Aber es lag nicht in unserer Macht, ihn vor diesem Schicksal zu bewahren. Er sollte tot sein, nicht Pandur. Wir haben alles getan, um gegen diesen Dämon zu kämpfen. Wir haben die Veränderungen in ihm bemerkt und wir als sein Stamm haben ihm zur Seite gestanden und ihm dabei geholfen. Stamm? Diesen Dämon. Was ist das für ein Stamm, von dem du redest, Ilva? Leute, die zusammenhalten, was macht denn den Stamm aus? Wir stehen füreinander ein, wir sorgen uns um das Leben derer, die zu uns gehören. Da liegt die Seele des Stamms vor dir, tot. Durch das, was ihr getan habt. Welche Maßnahmen habt ihr ergriffen? Ihr habt doch alle gemerkt, dass Pandor nicht derselbe war. Dass er sich verändert hat. Habt ihr danach gesucht, was ihn so verändert hat? Habt ihr danach gesucht, was ihn zu einem anderen gemacht hat? Wir sind keine Hexer, Ilva. Ich bin das auch nicht. Und ist dennoch, das so? Ich weiß, was du bist, Ilva. Du weißt, was ich bin? Ich hab das gesehen. Lässt ich sich wieder auf dem nicht, Thron was nieder. Ich bin. Ich weiß selbst nicht, was ich bin und ich kann das nicht steuern. Und doch, ich tue mit allem, was ich kann und was ich bin, das, was denen, die mir wichtig sind, gut tut. Und niemandem tut es gut, einen Dämon in sich zu tragen. Und deswegen haben wir dafür gesorgt, dass unser Geweihter ihn los wird. Und habt ihn direkt in unsere Arme getrieben. Nun, wir konnten nicht steuern, wo er hingeht. Das könnt ihr uns nicht zum Vorwurf machen. Nur weil jemand auf der Ostseite eines Gebirges einen Kriegsschrei ausstößt, ist er nicht dafür verantwortlich, dass die Lawine an der Südseite ein Dorf zerstört. Es tut mir leid um euren Verlust und den Verlust des Stammes. Was geschehen ist, ist geschehen. Man kann es nicht rückgängig machen. Und auch das Leben unseres Geweihten zu nehmen, würde ihn dir nicht zurückbringen. Ja, man sieht da ein bisschen, also entweder sind es ja, angestrengte Zornestränen, aber man sieht Tränen über ihre Wangen rinnen. Niemand bringt ihn auf mir zurück. Weißt du, Rangra? Wenn ihr uns nicht so feindlich gesonnen gewesen wärt, als wir hier angekommen sind, hätten wir ihm vielleicht sogar helfen können. Eure Feindschaft, euer Misstrauen hat es nur noch schlimmer gemacht. Wäre es nicht langsam angebracht, dieses Misstrauen abzulegen, um es nicht noch schlimmer zu machen? Vor allem, wenn der Dämon immer noch hier ist. Natürlich könnt ihr uns einen nach dem anderen umbringen, aber wird euch das retten? Es wird keinen von euch retten. Es ist wie eine Krankheit. Es ist wie eine Seuche. Und ihr habt das Heilmittel nicht. Im Norden sind wir auf die Hilfe der anderen angewiesen. Das wisst ihr genauso wie ich. Wenn wir anfangen, uns gegenseitig umzubringen, dann hat Frunu doch schon gewonnen. Dann hat die Dunkelheit gewonnen. Wofür steht der Norden? Für gegenseitiges Morden? Für Misstrauen? Dafür stehe ich nicht. Dafür stehen wir in unserem Stamm nicht. Wenn ihr dafür stehen wollt, dann haben wir hier nichts verloren und wir werden gehen. In der schlimmsten Zeit, das weiß ich von Ilva, war euer Stamm stärker als die anderen. Ihr habt euch nicht... Wir sind stärker als die anderen. Ihr habt euch nicht der Eishexe angeschlossen wie so viele andere.
Und wie egal, wie groß die Plag und die Mühsal und die Pein, der Norden härtet ab. Jeder Verlust bringt auch neue Stärke, egal wie sehr es schmerzt, die zurückzulassen, die man liebt. Was weißt du davon? Ich schüttel so den Kopf, sehe sie an und sage, Rangra, jeder hier im Norden lebt mit Verlusten und Schmerz. Jeder hier im Norden hat schon mal jemanden zurücklassen müssen. Das haben wir nicht für uns gepachtet, das habe ich auf unseren Reisen gelernt. Wir dürfen nicht mehr in diese Feindseligkeit zurückfallen. Rangra, ich weiß, wir haben keine glückliche Geschichte. Aber ich weiß auch, dass du Pando geliebt hast. Ich weiß, wie weh das tut, ihn zu verlieren. Sie spricht recht, sagt der Krieger neben Ilva. Also dein anderer stimmt ein. Wir sollten diesen Kampf um Pandors Willen nicht weiterführen. Wir beide haben diesen Mann geliebt. Wir beide hätten ihm niemals etwas antun können. Wir beide haben uns für ihn gewünscht, dass er als Häuptling stark den Stamm führen kann, dass er ein langes Leben hat, dass er seinem Namen Ehre macht. Du weißt, dass ich die Wahrheit spreche. Ich hätte ihm nie etwas tun können. Und ich konnte auch nicht mit ansehen, wie ihr beide glücklich seid. Ich wollte nicht mit einem anderen Mann verheiratet werden und gleichzeitig sehen, wie du das hast, was ich nicht haben kann. Ich konnte damit nicht leben, darum habe ich den Stand verlassen. Niemanden von euch wollte ich zurücklassen. Es ging mir nicht darum, euch zu verletzen oder euch vor den Kopf zu stoßen. Aber es hätte mir zu sehr wehgetan, das zu sehen. Tag für Tag diese Schmerzen zu haben, die wir jetzt beide wieder vor uns haben. Ich hätte ihn schon damals verloren. Ich habe ihn damals verloren. Und doch trauere ich jetzt mit dir um Pandur. Und doch dürfen wir bei aller angemessenen Trauer nicht nur auf dies blicken, sondern wir müssen auch nach vorne sehen. Wir wissen hier im Norden, dass wir zusammenstehen müssen und dass wir uns nicht einigeln dürfen, sondern dass wir immer bereit sein müssen, unsere Axt zu ziehen und in den Kampf zu ziehen, dass wir uns verteidigen müssen. Und ich sage dir und ich sage euch allen, ein Feind zieht auf uns zu, den wir noch nie gesehen haben, der stärker ist als alles, gegen das wir bisher gekämpft haben. Aber wir können das schaffen. Wir müssen nur vorbereitet sein. Ihr wisst genau, wie wichtig das ist, sich auf die Kämpfe gut vorzubereiten, zu wissen, gegen wen man kämpft. Und dann tödlich zuzuschlagen. Denn wir lassen uns nicht kleinkriegen. Die Eisfuchsläuse haben sich noch niemals kleinkriegen lassen. Und wir fangen jetzt nicht damit an. Auch nicht in den Zeiten der Schwäche, wo unser Häuptling gestorben ist. Ich bin nicht hier, um euch was Böses zu tun. Ich wollte euch warnen und ich will euch an meiner Seite haben. Ich weiß, dass die Eisfuchsleute die besten Krieger haben. Mit niemandem sonst würde ich lieber in die Schlacht ziehen, als mit euch an meiner Seite. Mehrere Krieger neben dir stampfen mit der Axt auf den Boden. Andere schauen etwas verdutzt in deine Richtung. Rangra schaut dich bitter an. Sieht dir deutlich die Tränen in den Augen. Rangra, ich weiß, ich habe dir manches böse Wort um die Ohren geschlagen. Aber nicht, weil du das verdient hättest, sondern weil ich verletzt war und weil ich nicht damit umgehen konnte, dass ich nicht Pandors Frau sein konnte.
Aber das. Werde das Andenken meines Mannes nicht damit besudeln, indem ich meinen Stamm, den ich führe, in einen Krieg ziehen lasse, der von diesen bösen Hexermächten geführt wird. Geht! Ihr seid unsere Gäste. So viel zur Feindschaft. Ranga. Der Krieger neben dir auch. Nein, wir müssen kämpfen. Ihr müsst gegen diesen Feind ziehen. Wir müssen das zusammentun. Ihr könnt euch nicht hier hinsetzen. Sie werden kommen und sie werden euch überrennen. Wir haben gesehen, was sie mit Frigorn gemacht haben. Das ist komplett zerstört. Alle sind vertrieben worden, die, die es überlebt haben. Es hat das ganze Dorf unvorbereitet getroffen. Sie konnten sich nicht wehren. Sie sind einfach überrannt worden. Die letzte Anordnung Pandurs war, dass wir uns aus dieser Sache heraushalten. Das sollten wir ehren. Gemurmel geht los unter den Kriegern. Einige stampfen mit der Axt auf und sind eher so... Zwei davon gehen sich gerade so an die Gurgel. Und Pandur war besessen. Wenn jemand im Fieberwahn einen Befehl gibt, muss er dann um jeden Preis befolgt werden? Wir wissen, dass der Dämon Einfluss auf den hatte, den er bewohnt hat. Wir wissen, dass er seine eigenen Motive hatte. Rangra, du hast Pandur. Genug! Sie steht auf. Schweig! Ilva! Kannst du sicher sein? Nein! Kannst du sicher sein, dass wirklich Pandur diesen Befehl gegeben hat? Oder ob der Dämon nicht vielleicht doch ein Interesse daran hat, den Stamm zu vernichten und euch alle ins Verderben stürzen will? Ich entscheide, was dieser Stamm tut, Ilva. Nicht du! Ich entscheide. Ich bin die Frau von Pandur. Ich führe die Eisfuchsleute. In dem Moment steht halt neben dir, habt ihr gerade gar nicht drauf geachtet, steht Ilvas Vater. Dann fordere ich die Führung ein. Alle gucken so auf den alten Mann, der... Immer. Was denn? Ach was! Ich schieb so leicht. Immer. Geraune geht los. Rangra, ich kann das nicht zulassen. Auch wenn du sagst, du bist Pandurs Frau, ja, das bist du. Und du bist jetzt die Führerin des Stammes, ja, das bist du auch. Aber das bist du nur, solange du vernünftige Entscheidungen für diesen Stamm triffst. Wenn du ihn in deinem Gram ins Verderben führen willst, dann wird dieser Stamm das nicht zulassen, dass du ihn damit hinführst. Die Krieger haben ein Recht, mitzubestimmen. Die Krieger können sich dazu äußern und ihre Meinung sagen, und du kannst hier nicht alles plattbügeln. Du hast ein gehört, alter Mann, der nicht mal gerade stehen kann, geschweige denn eine Axt in der Hand halten darf, fordert mich, die Frau von Pandur, und als nächstes eine Ausgestoßene. Willst du den Stamm führen, Ilva? Dann hol dir den Stamm, aber nur über meine Leiche. Ich zieh meine Axt. Rangra, wenn das der Weg ist. Ich tue das nicht gerne, aber ich werde es tun. Und ich schmeiß meine Axt vor ihr auf den Boden und fordere sie damit raus. Eine schöne Szene, um dafür heute die Folge zu beenden, finde ich. Barbarenmäßig.
sehen Sie beim nächsten Mal der Zweikampf, Teil 2. Ja, soweit waren wir letzte Folge auch schon mal, ne? Ja, aber ihr habt jetzt einiges rausgekriegt jetzt hier. Also das ist. Alles deswegen nicht, aber ja. Ne? Für jetzt schlafen sonst wir noch hättest, eine Nacht und. Ja, sonst hättest du gegen Pandor kämpfen müssen. Und den Dämon. Hm. Ja, ich weiß. Ich bin da nicht böse drum, wie das gelaufen ist. Ich sag ja nur, das ist so ein bisschen. Oder das ist jetzt vom Regen in die Traufe. Ja, wer weiß. Ja, wer weiß, wo das Mistvieh jetzt schon wieder steckt, ey. Oh. Leiter spielen, sagt der Mr. Magister. Ja, es geht nicht, Mr. Magister. Ich muss morgen früh raus. Jetzt ist Schluss. Ja. Ja, wir versuchen auch die nächste Folge nicht wieder so lange auf sich warten zu lassen. Versuchen unseren normalen Rhythmus wieder einzuhalten und dann geht es auch schon bald weiter. Wer darf den Stamm führen? Rangra oder Ilva? Oder Ilvas Vater vielleicht doch? der in der Tat etwas, naja, geschunden ist. Was ist der Text, der noch auf dem Bernstein draufsteht? Vielleicht findet ihr jemanden, der den übersetzen kann. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich wollte gerade sagen. Wir haben doch unseren ureigenen, wie heißt das, mit A? Wo und Askaria vor allem, Übersetzer? Wo ist der Dämon hin, jetzt wo er den Pandor getötet hat? Fühlt sich Lothir schuldig oder nicht? Fühlt sich Goswin schuldig oder nicht? Was macht das Ganze mit Ikayu, die dachte, der Dämon wäre weg? Das alles erfahren wir beim nächsten Mal. Dankeschön. Depressionen frei Haus. Dankeschön fürs Mitspielen. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder auch wenn Ikayu und Ilva ein bisschen wenig Anteile hatten, aber Nächstes Mal. Da gibt's Frauenpower. Ja, klar. Ja, das ist ja beim nächsten Mal, da gibt's einen Zweikampf bei DSA, dann ist der Abend eh vorbei. So in etwa, ja. Hey, aber Ilva kann mal ordentlich Fressbretter klopfen. Yes! Ja, ich schau mal wie üblich, wer sonst... Schneecatchen. Wer noch hier ist. Firamin ist da und Angel on Terra, another TT-Viewer, Arduna, Artworks for Free, Bananenannen, Commander Root, Daune, Dollard Power, Joby Essen, Kagrim Sundes Norin, Mr. Magister, Nilchen ist da, Positivity Bot, Shamasa und Teid. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und fürs Fleißige hier in den Chat hineinschreiben. Das ist sehr, immer sehr schön zu lesen. Vielen Dank an Feder, Pölle, Merion und Leoparden fürs Mitspielen. Wir sehen uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Und wenn ihr das auf YouTube nachschaut, dann hinterlasst uns doch bitte einen Kommentar unter dem Video, wie ihr es fandet. Falls ihr das Abenteuer kennt, wird ihr euch vielleicht diese Szene überhaupt nicht bekannt vorkommen, aber deal with it. Und falls ihr andere Abenteuer sucht, die man sich angucken kann, da oben läuft die ganze Zeit die Adresse vom Nordpol durch. Schaut da mal dran, da gibt's auch tolle Rollenspielrunden außerhalb von den Klingen der Nacht. Hier auf diesem Kanal geht es am Freitag weiter mit Alle sind John an Ostern. Eine lustige Aktion. Könnt ihr auch mal reinschauen. Und ich wollte noch sagen, wenn ihr kommentiert, könnt ihr natürlich auch den Kommentar der Woche gewinnen. Ja, schaut mal in dem YouTube-Community-Tab bei mir auf dem Kanal. Da gibt es schon 3 tolle Kommentare der Woche. Die sind bis jetzt alle unter einem Vampire-Video gewesen. Aber ich glaube, die Klingen der Nacht-Community kriegt das hin, dass sie auch einen coolen Kommentar hinterlässt, der mich dazu anfordert, den doch mal zu nehmen. So, DSA muss doch ein guter Kommentar auch vertreten sein, nicht nur Vampire. Macht mal was. Ja, man kann auch was gewinnen. Ein Ticket für die Nerdcon. Also
fleißig kommentieren, wäre schön. Weil Kommentare lesen wir alle sehr, sehr gerne. Das motiviert ungemein. Ja, habt ihr noch was zu sagen? Mich juckt es nur an den Fingern auf den Würfelbutton zu drücken, weil ich habe heute noch nicht. Aber komm, beim nächsten Mal. Komm Feder, würfel mal. Oh, gut, dass ich heute nicht dran war. Du reißt dich hervorragend ein. Damit sagen wir Tschüss. Tschüss.